kommen näher zu unserem Ziel. Wir haben im Speed-Sektor sehr viel dazugelernt, sehr viel entwickelt. Und jetzt heißt es einfach nur noch, die Form aufzubauen und dann richtig fertig und vorbereitet in Rio zu sein. We are missing a little sailing hours because of Laragny. And I would like to say official verboten Skien, verboten Fußball. Letztes Jahr und vorletztes Jahr war für uns ein Australier oder ein Engländer fast unantastbar. Und in dieser heurigen Saison haben wir schon ein paar Mal bewiesen und jetzt vor allem im Olympiarevier, dass wir bis zum Schluss an ihm dran sind. Und ich denke, das ist dasselbe wie bei allen Teams. Also sicher wieder das Revier noch mehr anschauen und einfach auch Material testen. Rio ist besonders tückisch. Ich habe noch nie so ein unglaublich komplexes Revier gesehen, weil es gibt so viele Segelbahnen außerhalb mit riesen fetten Wellen, echt coolen Bedingungen drinnen, mit flachen Wasserströmungen, was für uns Österreicher nicht so easy ist, weil wir nicht mit Strömungsbedingungen am Meer aufwachsen. Und deswegen gilt es umso mehr, so viel Zeit wie möglich dort in Rio zu verbringen. Weil jeder Kurs seine Tücken hat. Und die erst einmal rauszufinden und kennenzulernen, das ist ein langwieriger Prozess. Die Vorbereitung läuft gut, aber man sieht auch, dass echt jeder einzelne Tag extrem wichtig ist, dass man den dort verbringt und das Revier so gut wie möglich kennenzulernen. Und wir haben heuer noch einige Wochen dort geplant und nächstes Jahr vor den Spielen auch noch 2-3 Monate, dass wir dort trainieren. Ja, und die Zeit wollen wir halt voll ausnutzen. Für uns heißt es jetzt einfach weiterarbeiten. Wir haben gesehen, wir haben richtig jetzt auf das Event, auf das Test-Event hingearbeitet. Mehr Material testen, dass wir da noch eben Plus rausarbeiten können. Traurig einmal, wenn man das Wasser dort sieht. Man kann es ganz schwer erklären oder jemanden weiß machen, wie es wirklich ausschaut. Also die Leute müssten das eigentlich mit eigenen Augen gesehen haben, sonst glaubt es uns niemand. Man fühlt sich manchmal, als ob man in ein benutztes Klo einsteigt, wenn man da ins Wasser geht. Und nach 2016 fahren wir wieder nach Hause und gut, dann haben sie in Rio schlechtes Wasser. Aber für die Leute, die dort leben, für die 8 Millionen Menschen, die wunderschönen Strände in der Stadt hätten, die sie aber teilweise nicht nutzen können wegen der Wasserqualität, ich glaube, für die selber wäre es großartig, wenn sie im Rahmen der Olympischen Spiele eigentlich jetzt dann die Möglichkeiten nutzen, das Wasser, die Wasserqualität zu verbessern und vor allem auch ein Umdenken in der Bevölkerung zu starten. Wenn wir dann ein paar Sachen abgehakt haben, ich glaube, dann ist die Vorfreude riesengroß. Gerade für uns, die jetzt zum ersten Mal bei Olympischen Spielen dabei sind, ist sicher auch eine gewisse Aufregung dabei und ich glaube einfach sehr große Freude. Nach den Spielen 2012 hat es schon angefangen, wir haben uns schon gefreut auf die nächsten Spiele und es wächst mit jeder Minute, also auch wenn man sieht, was dort vor Ort abgeht. Die Vorfreude steigt eigentlich von Tag zu Tag und wir wollen einfach gut vorbereitet sein und dann können wir die Spiele noch mehr genießen. Wir sind alle voll motiviert und sind überzeugt, dass wir unseren Athleten die besten Rahmenbedingungen bieten können, damit sie auch ihre persönlichen Bestleistungen abrufen können. Rio!